Hallöchen, wir sind wieder mit mal ein bisschen Kuddelmuddel bei uns doch selber mal in der Dingens. Mit dem Tiger und dem Lutz. Servus. Ja, vor allem, wenn man Folge anfängt aufzunehmen nach Ostern und mal von wegen ist es Ostern, also von daher alles gut. Wir sind heute irgendwie total verballt gewesen. Wir haben heute alles, wir haben heute irgendwas genommen, irgendwas geschnüffelt, ich weiß nicht. Ich will nicht wissen, was du geschnüffelt hast, vielleicht in Omis Unterbüchsen, aber... Na, komm mir nicht ins Detail, du. Kann ich hier loslegen? Wo willst du loslegen? Ach, hier ist schon gegrubbert. Wo ich jetzt bin, kannst du ruhig anfangen zu grubbern, ja. Die Mais-Aussaat vor allen Dingen, die Sonnenblumen-Aussaat ist auch bald durch. Lutz, wo fährst du jetzt eigentlich hin? Ich bin da. Alles gut. Ich habe hier gerade psychische Probleme. Was, du hast psychische Probleme? Oh ja, da bin ich das gerne. Sieht das aus, als wär's gegrubbert, aber wenn ich... Einfach grubbern. Kann ich drüber nachdenken, einfach grubbern. Nimm mal zu. Einfach drüber fahren. Einfach fahren. Immer geradeaus. Und das Ding ausklappen. Nicht vergessen. Weil das bringt's nichts. Und wenn Bäume dir im Weg stehen, solltest du vorher einmal gedreht haben, weil sonst ist scheiße. Da passen nicht durch und so, ne? Nee, genau. Ach ja. Wolltest du jetzt dann grubbern oder was? Oder wie oder wo? Oder willst du nochmal weiter ausheben? Wie weit brauchst du da überhaupt noch auf 7? Auch hier noch ein bisschen. Ja, dann werde ich wahrscheinlich mal den Lutz unterstützen. Weil ich wäre nämlich gleich durch hier. Das ist mir auch so schon, aber egal. Ja, da kannst du gleich nochmal gucken hier auf der 7, ob du hier nochmal die 2 Stufen drauf musst. Das stimmt. Da gebe ich David recht. Aber du brauchst Ewigkeiten noch da. Nein, ich brauche nur noch 1,5 Bahnen. 1,5 Bahnen? Ja, dann bin ich gleich unten. Und fahren mit dem dicken gleich noch drüber. Noch ein paar Löcher drin, aber ist egal. Löcher? Ja, da hat die Maschine, wo man ein paar Aussitzer gibt. Aber es kommt in der besten Familie immer vor, ne? Aussitzer. Ja. Also, ne, sie wohnen an einer Autobahn, hat das irgendwelche Nebenwirkungen? Nein. Ja. Ist gut. Ach ja. So und so. Ja. Fertig? Ja. Hier oben noch mal ganz grob die Löcher zu. Das geht aber. Also hast du halt relativ gut getroffen alles. Ja, wie gesagt, du hast es hier oben jetzt gerade nicht gesehen. Alles gut. Hatten wir eigentlich 3 Grubber? Weiß ich nicht. Nee, nur 2. Ja.
muss ja eh gleich mal das Saatgut hier wieder auskippen. Gerade mal 21% davon gebraucht, ey. Da war 21%. Oh, Lutzmann, ja, mach voll das Ding! Siehst du, keine Widerworte. Hm? Nix, alles gut. Der hat gerade nicht zugehört, der Junge. Nee, ich hab mich aufgehängt. Warum hängst du dich denn auf? Du wolltest dich doch nicht aufhängen. Tut doch weh und so. Ach ja. Ein Stück sein mit der gegeben, du weißt das eigentlich. Wer denn? Ja, du! Ich hab gar nicht gegähnt. Wohin? Doch. Abfahrt. Streit es nicht ab. So, das hat Maschine wieder zurückgegeben. Zurückgegeben. Gut, die 7 hat die zweite Dingerstufe, das passt. Ja, fertig. Anfang zu sehen, ja. Ja, wenn ihr beiden grob wart, dann kann ich natürlich mit Sandmaschine drüber diesen. Ist halt nur gleichmäßig grobern und nicht hier einer da, einer da, einer überall. Ups, da. Du, wir brauchen einen Maurer, ne? Und der, Scheune hier, da ist gerade so eine Ecke rausgeplatzt. Also willst du gerade durch die Blume sagen, du kannst nicht fahren? Okay, alles klar. Ach komm, das kann ja gar nicht sein. Komm, komm, hoch hier, los. Hey, warum fährt er jetzt so langsam? Wahrscheinlich hab ich. Weil du schon den Grubber unten hast, glaube ich. Ja. Nee. Ich hatte eben gerade den Grubber nicht unten. Und habe bin knapp 25 oder was gefahren. Hat er einen Schaden? Wir haben alle einen Schaden davon ab, aber egal. Nee, weil mein Grubber ist schon bei 38,1%, also das. Das Fazium die Dinger. Nö, die Grubber geht ziemlich schnell. Ja, auf jeden Fall Bein hat schon 38 durch. Aber ich würde fast sagen, die Auswärtsgeschichte wäre eher was für die nächste Folge, aber so viel Zeit haben wir gar nicht mehr zum Aussenden. Die Frage ist, was mache ich in der Zeit? Kann man eigentlich vielleicht noch irgendwas wegfahren, das wegen Verkauf oder so? Ich brauch dringend Sprit. Sehe ich gerade. Echt, jetzt hast du keinen Sprit mehr, oder was? Es ist noch so. Wie soll ich das sagen? Zwei Nadeln.
Und zwei Striche. Ein großer, ein kleiner oder was? Mhm. Aber da müsste er so langsam mal was tanken. Na, ich sag mal so, wenn der steht, dann kann er erstmal auf den Strich gehen, um die Tankrechnung zu bezahlen. Oh, Alter, wieder böse. So, wir bedanken uns, dass Sie heute reingeschaut haben. Nee, wir haben noch ein paar Minuten. So einfach. So einfach kommst du uns jetzt nicht davon. Oh nee. Da merkt man wieder, dass ich total verpeilt hier. Ach nee. Oh. Oh, sagt er. Was denn? Wo bist du? Ach. Das sieht jetzt gerade nicht so gesund aus. Na, immer kommt Staub und Druck. Wurf ich doch. Ach, nichts passiert. Nichts passiert, sagt er. Mhm. Kannst du dir alles diesen Sonntag angucken? Alter, die Schnauze. Das wird nie passieren. Aber egal. Oh, da ist er schon zum Tanken. Dankeschön. Wie, das war auch schon? Jawohl, ich bin voll. Ja, das ist auch so. Ich wollte es nicht sagen. Warte, wie sieht dein Sprit aus? Ich habe erst aufgefüllt gehabt. Okay. Das war, wo ich angefangen habe zu düngen. Jetzt vielleicht, jetzt hochkommt. Leicht. Ich wusste, dass das Ding immer noch so voll ist, ey. Na gut, wir brauchen ja nicht viel. Ja, 120. 120 brauche ich ungefähr immer. Das ist nix. Ja, das ist dein Verbrauch, das ist nicht ein Tank. Im Tank. 120. Das ist nix. So, du hast, glaube ich, den größten Tank von uns. Mit, hast du 100, 200 oder 300 Liter? 210. Siehst du. Wir haben die kleinsten Tanks. Hm? So, das ist dann auch immer schneller geht, ne? Fahren wir jetzt hoch runter, ne? Ja. Aber hoch und runter, immer wieder. Ich mach meine Strecke noch zu Ende. Ja, das hat sich auch noch zu Ende machen. Alles gut. Ich sehe, wo ich angefangen habe. Mhm. Ich hab auch gleich mal aufgetankt. Ja, für den braucht es überhaupt gar keinen. Was? Auftanken. Ja, klar, war schon wieder halb leer. Ach, das war mal leicht. Oh. So, machst du dann Walter mal des Amtes? Ja. Was war das? Nö.
Warte. Ja, ist ja gut. Macht's gut, bitte. Tschüss. Arschloch.